Kannst auch gerne noch ein bisschen reden, würde ich dir zugestehen, mit abschneiden und dann. Nee, nee, nee. Also jetzt muss ich keinen Roman da irgendwie labern im Kampf. Gut, Jonas. Ich heb den Gürtel auf und suche nach dem Trank. Gut, dann möchte ich eine Fingerfertigkeitsprobe von dir haben. Ja. Geschafft. Geschafft. Iserun ist durch. Drache muss jetzt handeln. Der Drache Ich dreht. möchte vorziehen. Wie schön, dass du dir anhörst, was ich tue. Erst einmal könnte ich dich jetzt auch fragen. Zweitens mal habe ich nicht gehört, was du tust, außer dass ein Rache handeln muss. Mach mal einen neuen Wortschlag, denn wir können ja sonst nichts anderes. Das ist nicht gelungen. Ja. Machen wir einen unerschwerten Angriff. Ist ebenfalls ganz knapp nicht gelungen. So, und jetzt kommt noch der Ungewandelte. Machen wir da einen 5er Wortschlag rein, was dann wieder auf eine insgesamt eine 9er Erschwernis rauskommt. Wie gut, dass ich nicht vorher zubeißen darf. So ein ausweichender Schwert um 9. So, das ist dann aber immerhin gelungen. Da kommen jetzt 5 Punkte Schaden drauf und 2 vom Genoid. Acceleratus 21 minus 6 sind die 15. 21, wieso 16 mehr? 8 noch. Also, du kriegst. Du hast Gute einen Frage, 5er habe ich mich Wuchtschlag. vertippt? Nee, ich. Ja, warte, 5er Wuchtschlag, das heißt, wir kommen da 13. Warte, ich tipp's einfach nochmal ein. Plus 7. So. Nee, 16 ist richtig. 8 von der Waffe, 7 vom Dings. 5er Krass. Wuchtschlag, 2er Acceleratus, 8er Waffe. Wir Ja. nehmen den oberen. Oh, das ist eben, wenn der obere richtig war, 21 Ja. minus 7 sind Der 14. war korrekt. Minus 6 war Rüstung. Ja, dann hast du deine Aktion alle drei verbraucht. Der Drache dreht sich um. Eine Aktion. Weil er groß ist. Passierschlag. Nö. Achso, der Nö. schlägt noch. Ich dachte, der rennt weg. Sorry, ich dachte, der rennt weg. Nein, nein, nein. Schwanzschlag. Schwanzschlag ist ein Angriff zum Niederwerfen. Kann Da ich nicht gegenhalten, ist immer noch sehr groß. muss ich gerade mal gucken. Der trifft auf die 15. Gegen mein Schild. Gegen den Schild. Gegen Abel, mir und Drakon an. Oh ja, stimmt, die beiden sind ja immer noch viel zu weit vorne. Jetzt kommt die Abrissbirne. Das ist zweimal getroffen. Schauen wir mal nach. Den lassen wir so stehen. Reaktion kommt zurück. Gut. Ja. Dann würfel ich jetzt den Schaden von dem Niederwerfen. So. Ja. Der Schwanzschlag des Drachen ist stets ein Angriff zum Niederwerfen. Das Opfer kann sich nur mit Ausweichen, meisterlichen Auswerfen oder dem Waffenlosenmanöver auspendeln verteidigen. So, der Schaden ist 2W6 plus 1. Ich würde ausweichen. Das sind die 7 für Drakodan. Und jetzt kommt deiner. Darf ich hier ausweichen Ja, oder? Würfel. Ach so. Und 6. Das ist gar nicht so gut. Ist ein Schadenspunkt oder Riss? Sechs Trefferpunkte. 6 Trefferpunkte und ein Angriff zum Niederwerfen, also eine KK-Probe. So, wenn du gleich wenn du auf dem Boden liegst, dann. Ah, nein! Ich vergesse immer, wie stark unsere Magier sind. Mir ist gelungen. Ja, und Iolaus, vergiss den nicht. Der ist auch noch irgendwo Genau, dabei. und normalerweise könnte ich den Schildschlag auch, oder den Schwanzschlag gegen die Kuppel machen. Wird wahrscheinlich auch noch getroffen werden. Dann streichen wir da nochmal zwei Schildpunkte. Werde ich dir mal wegnehmen. Bei 41 ist das wahrscheinlich nicht so ausschlaggebend. Oh, 5 von 41 sind weg. Gut. Ich hab noch einen Ja. zweiten. Sorry. Sorry. So, Drache ist durch. Dann machen wir weiter. Isarun hatte, glaube ich, vorgezogen. Genau, ich habe die Tasche geschmissen. Abelmir ist gerade ausgewichen. Und keine Trefferpunkte. Ich habe einen Plus für den Rüstungsschutz aus dem Elixier und den Armatrotz. Richtig. Plus normale Rüstung. Also bei 6 ist egal. Eine Aktion hast du noch? Ich würde, wenn ich rankomme, den Schwanz attackieren. Wenn ich es Ja, schaffen darf. klar, darfst du. So, der Schwanz ist jetzt, wie gesagt, wieder ein gezielter Schlag, plus 5 und dann plus halben Rüstungsschuss, glaube ich, muss er zusätzlich, oder? Meinst du einen gezielten Richtig? Stich oder was? Gezielten Schlag, keinen gezielten Stich. Der Schlag hat nichts mit halber Rüstung zu Plus tun. 2, Plus plus 2 plus die Zone. Trefferzonen-Zuschlag für Schwanz, keine Ahnung, steht nicht drin bei Ja, Beine. Johnny hat halt eine Tabelle reingetan, aber ist dem Drachen halt egal, weil er keine Wunden kriegt.
Also würfel einfach den Schaden. Erstmal eine Attacke plus. Ja, also genau, meine ich. Also würfel eine Attacke und Schaden und dann. Also plus 7 wieder. Wenn ich schaffe. Ja, diesmal ja. Dann nochmal plus 5, wie gesagt. Torgosch blutet weiter aus. Ach, der kann das ab. Eins, zwei, drei, sehr gut. Stande gerade plus 7. Nee, plus 5, aber ist egal. Gut. Den Römer 2 Trefferpunkte noch zusätzlich sind 15 Trefferpunkte. 15? Ich weiß nicht, warum er gerade zweimal den Schaden aus Säbel ausgewürfelt hat, keine Ahnung. Weil du wahrscheinlich doppelt drauf gedrückt hast. Ach nee, plus 9. Oh, falsch. Dann war ja plus 5 Vorschlag, heißt plus 8. Also 1W6 plus 8 sind 9 Trefferpunkte. Musst du Schutz ab 10? 6. Gut. 3 Trefferpunkte. Dann ist Apel mir durch. Drakodan, muss ich noch an meine Körperbeherrschungsprobe. Schafft er. Kann nochmal zuschlagen. Das schafft er auch. Ne, gar nicht. Schafft er nicht, weil er immer eine Wuchtansage reinlegt. So. Dann ist Drakodan durch. Jalen hat er vorgezogen. Immer. Ja, letzte Runde habe ich einmal geschossen, dann einmal nachgeladen. Diese Runde werde ich noch einmal nachladen und einmal Attacke Plus wieder ansagen und nächste Runde erst schießen. Mhm. Nächste Kampfrunde, die 9. Wenn ich mich nicht verzählt habe, Torgoschuss raus, Jonas. Ich trete auf Torgosch zu und stecke ihm einen Trank in den Rachen. Was für ein Trank? Ein Bärentrank, gut. Ist der Würselkraut-Trank mit drin? Nee, sind ja eben Einbären, die da drin. Die Frage ist nur, wie viele Einbären da drin sind, also wie viele Ederate dieser eine Trank gibt. Denkt dran, das ist kein magischer Heiltrank, der wird Leute nicht vom Tod wiederholen, weil der irgendwie eine Stunde oder zwei braucht, um zu wirken. Aber wenn noch andere Heilmittel reinkommen und der Zwerg sollte überleben, wird das diese Regeneration, in Anführungszeichen, die man innerhalb von einer oder zwei Stunden erhält, deutlich verbessern. Aber er muss trotzdem die nächsten 48 Kampfrunden oder so von der Schwelle des Todes von uns irgendwie gerettet werden. Das können diese Tränke nicht gewährleisten. Ich wollte gerade sagen, also das ist wichtig, er wird jetzt innerhalb von wenigen Kampfrunden wird er sonst versterben, wenn da nichts passiert. 48. Genau, also dieser Einbärentrank, das ist ja auch so, Einbäre regeneriert deine Lebenskraft langsam, wie 6 pro Stunde. Der macht dann aber auch 40 plus 2 wie 6 LEP insgesamt. Mit 40 plus 2 wie 6 bist du aber garantiert abhängig danach. Ja, 100%. Okay. Ja, wann ist halt das sein Problem? Okay, also wenn der Zwerg überlebt, dann gibt, werden wir mal gucken, ob der süchtig wird. Das ist auch kein kleines Tränkchen, das ist dann ein ganzer Liter oder so. Ja, das ist halt so ein komplettes Teil, ne? Ja, also Iolaus ist beschäftigt, Drache ist dran. Ich möchte vorziehen. Wir stehen nicht mehr auf Nahkampf zu dem, richtig? Weil er sich ja gedreht hat und Schwanz und hast nicht gesehen. Na gut, der Schwanz hat die Kuppel angreifen können, also kannst du wohl auch die Drachen angreifen. Finde ich gut, mach mal so. So, machen wir, komm, verheizen was, machen wir 9er Wuchtschlag. Ja, endlich. So, war bei einem 11er Schadensbonus, hauen wir ihm in den Schwanz, das sind 26, sind 20 Punkte Schaden nach Rüstung. Machen wir das Ganze gleich nochmal, weil ich habe heute irgendwie nichts anderes zu tun, als 9er Wuchtschläge anzusagen. Die ersten Verfallserscheinungen machen sich so ganz langsam bei Vorbruch breit und der Schwanz wird von Jalan abgetrennt. Oh, dann so langsam wird es sichtbar. Wird was sichtbar? Dass er verfällt. Ach so. Dass eure Attacken irgendwas nützen. Ja. Jetzt kann ich ihn nicht mehr angreifen, oder? Weil Schwanz. Der ab ist. Ja, nee, wohl nicht. Gut, machen wir einen Stummangriff. Vielleicht erwische ich ja irgendwie die Stelle, wo ich gerade den Schwanz abgehauen habe und kriege keine Rüstung. Okay, machen wir einen Stummangriff. Ich nehme mir nochmal 2 zur Schadenserhöhung. Das ist gelungen. Ich muss nur kurz rechnen, meine Geschwindigkeit ist nämlich verdoppelt, also von 4 auf 8, nee, meine Basis wird verdoppelt, richtig? Ja. Das heißt von 8 auf 16, da ziehen wir 4 von ab, sind wir bei 12, die Hälfte davon ist 6, plus 4 sind wir 10, plus 2 sind 12 Punkte Schadensbonus, plus 2 vom, hier, wie heißt's, richtig, Acceleratus, plus der Würfel 25, ziehen wir 6 von ab, sind wir 19, außer ich treffe eine gute Stelle. 19 mindestens? Ja. Ja, dann Würfel.
Ich hoffe, du triffst es nicht. Schon wieder. Ich hab schon getroffen. Hast du schon? Okay. Ich hab schon getroffen. Achso, Schaden hast du auch schon gemacht. Ist alles da, Frosty. Okay, 25 minus 7 sind 18. 6, Frosty. 6. Ha. Du hast recht. Bitte. Danke. Feuerschaden. Dafür sind wir da. Packt ihn euch! Auf ihn! Oh, du lernst es auch nicht, ne? Du siehst sich alle wieder ohne Schild. Der Drache ist dran. Der Drache dreht sich um, eine Aktion. Warum muss er sich eigentlich umdrehen für eine Aktion? Wir drehen uns doch auch nie um für eine Aktion. Ja, weil der Drache sehr viel massiver ist als wir. Stimmt schon. Ich bin einfach ein sehr fairer Meister. Ich beiße einmal Jalan und danach kratze ich ihn einmal. Sturmangriff hat dich 2 Aktionen gekostet und du hast den Schwanz abgeschlagen. Jo. Dritte Aktion weg. Kannst dich nicht verteidigen. Jo. Ich könnte frei ausweichen. 1, 2. Zweimal. Ich sehe Jalan davonstürmen und mache einfach nur dieses Geräusch. Bis sind nur 6 plus 6. Nee, 6 plus 5 sind 11. Ja, gib mir eine Zone. Gar nicht mal so schlecht. 1 Punkt Schaden. Und dann kommen die Klauen für 1 wie 6 plus 6. Ja, Meister, kratz mich. Sorry. Sind wieder 11. Zone. Torso. Komm nicht durch. Wie viel Rüstungsschutz hast du da? Am Torso? Ja. 15. Minus 2 für Eisschaden. Okay. Trage ich das ein. Warte, aber kann ich doch einfach hier. Ist, wie gesagt, bei 11 reicht das trotzdem noch. Gut. Also an der Brust, ich nehme an, mein Rücken ist unbetroffen. Ja, richtig, du stehst beim Rücken da. Drache war dran, Iolaus war dran, Isarun war noch nicht dran. Genau, ich würde dann auf den Drachenkopf zuspringen, so, und mal attackieren. Spring auf ihn drauf. Ja, bestimmt. Wenn ich eine Einhandwaffe hätte, ich würde es machen. Ja, nee. Ich würde aber gerne noch einen Wuchtschlag machen, plus 4. Das kann nicht sein. Ja, nee. Diesmal saust das Flammenschwert daran vorbei, ne? Ah, das war nur ein ganz normaler Angriff. Dann hast du noch eine Aktion. Position, oder? Ne, bist wieder auf den Zugerand. Dann bist du durch. Genau, ich bin durch. Warte mal. Ja, so langsam wird es kritisch da. Die 3 Meter sind, da beiße ich gleich zu. Das Schwert ragt so raus. Ne, da beiße ich hier gleich einen Arm ab. Habel mir. Gezielter Schlag wieder gegen den Hals plus 5er Wuchtschlag kombiniert macht plus 7. Hast du die Spezialisierung hier Drachen geholt für Tierkunde? Nein, aber gezielter Schlag. Immer noch der Rüstungsschutz. Mach einfach einen ganz normalen Wuchtschlag. Du wirst immer gegen den Rüstungsschutz 6 treffen. Du musst erst attackieren und dann Schaden machen. Sorry. Ach, was bist du denn für ein Kampfmagier? Ja. Bei Isarun funktioniert das. So, 16 Schaden. Getroffen, 16 Schaden, lassen wir so. Aber mir macht 16 Schaden, minus 6 sind 10. Das ist nicht dein Flammensäbel, oder? Nee, es war eigentlich. Hat er keine ASP für. Draco dann schlägt gleich zu und Ömer. Ömer ist. Attacke Plus habe ich angesagt. Genau, dann darf ich jetzt einmal schießen und dann noch einmal nachladen diese Runde. Ich versuche wieder plus 10. Das gleiche wieder vor auch. Wenn der uns jetzt den Kill stiehlt. Getroffen. Und nochmal 20, weniger 6, 14 SP. 14. Ihr könnt erkennen, dass wohl Drakodan einen besonders heftigen Schlag landen möchte, rutscht allerdings auf der nassen Oberfläche aus, kämpft ja gerade auf dem zugefrorenen See und fällt hin, stürzt zu Boden. Verliert weitere Initiative. Ich gehe einfach mal von 6 aus, dann ist er bei 16. Alarm gehandelt? Mhm. Nächste Kampfrunde. Ich will vorziehen? Du kannst nicht vorziehen, du bist jetzt dran. Also vor dem Drachen. Und freie Aktion, Schritt, ich tänzel um den Zwerg rum, während ich ihn fülle. Nee, lass ich nicht zu. Verdammt. Schön wär's gewesen. Dann bist du immer noch mit dem Liter beschäftigt. Wie lange brauche ich noch dafür, um ihn zu retten? Und was für eine Erschwernis würde ich kriegen, wenn ich ihn von der Schwelle des Todes retten will? Die Wundregeln kannst du mal dafür raussuchen, während du ihn versorgst.
Wie viel hat er denn Minus? Das ist die Frage. Das kann... 3 Wunden in der Brust und minus 13 LEP. Ach du Scheiße. Ja, kannst du dir gleich raussuchen. Volles Vertrauen in dich. Also, da kannst du nicht rumtänzeln. Der Mann schwebt an einem winzigen Seil und wenn du das jetzt mit herumtänzeln durchtrennst, dann bist du schuld, dass Torge stirbt. Drache ist dran. Drache beißt Isarun. Vorziehen. Ich mach so langsam, oder? Ja, beiß erst. Ich beiß jetzt auch erst, ja. Ja, okay, dann mach mal. Ich versuche auszuweichen. Hast du noch eine Erschwernis? Du hast noch eine Erschwernis. Deine Attacke ist nicht gelungen. Ach ja, verdammt. Deswegen wollte ich dich beißen. Das war eine 4 Punkte Erschwernis. Ich kann danach mich kratzen. Sind nur 8 plus, das sind nur 13. Kommen 3 durch. Schade. Dann darf Jan an. Ja, wir machen einfach das übliche Spiel, weil ich nehme an, ich kann hier auch unterm Hals nichts anderes ausrichten. Also, keine, weil ich hier keinen Drachen habe. Neuner Bruchschlag. Und ja, dann. Zeit, dass ihr die Tierkunde lernt. Ja, die Spezi halt. Ich werde das hier nach in Angriff nehmen. So. Schaden ist falsch angetragen. Ja, Schaden ist richtig angetragen. Da kommen noch 2 drauf. Sind wir also bei 21, sorry. Mhm. Machen noch einen Neuner Bruchschlag hinterher. Der kommt ebenfalls durch. Rennst du jetzt einmal unter dem Bauch entlang und kannst ihm dann die heraushängenden, stinkenden, widerlich stinkenden Gedärme heraustrennen, die dann auf den Boden plumpsen. Und ja, so langsam den See auftauen. Du stehst zumindest auf deiner Seite. Während du da entlang gelaufen bist. Möchtest du noch irgendwas machen? Kann ich noch an einem Bein hacken oder so? Ja, klar. Wenn ich schon hier stehe. Gut, machen wir das einfach. Ja, wie gesagt, so langsam sind Verfallserscheinungen. Schwanz ist ab, Bauch ist oder auf. Kann ich ihm in den Bauch springen? Ja, da verbrenne ich. Sorry. Ich hau nach einem Bein. Ich stehe hier, komme hier hinten gerade an. Aus dem Laufen gebe ich ihm noch einen Schwung mit. Klar. Machen wir mal Wuchsschlag rein. Treffen wir nicht. Ich schlittere über dem Eis und mit dem glitschigen Gedärm unter den Stiefeln ein wenig zu weit und. Das heißt, du hast jetzt eine Erschwernis von? 5, sorry. 4 davon waren für Umwandlung. Gut, darf ich jetzt? Ich habe noch ein paar. Ja, jetzt endlich. Gib mir den Schwanzschlag. Jetzt kommt der ich habe keinen Schwanzschlag mehr. Aber da, wo du bist, ich würde gut, dann kommt Klauen. Klauen habe ich noch. Macht sowieso mehr Schaden. Schaffe ich. Hier ist ein Polenwitz versteckt. Sind 10. Kommt keiner Zone durch. Schade. So, wir sind in der 9. Kampfrunde. Ömer, wie viel Schaden hast du schon gemacht? Müsste ich hochscrollen. Ich denke, dass ich 3x12 ungefähr gemacht habe, die durchgekommen sind. Circa. Vielleicht auch so 10, sag mal 11, sag mal 33 Punkte Schaden gemacht. Mein Eisstrahl hat leider nur eine Reichweite von 21 Metern. Genau. Isarun. Ja, ich hau nochmal mit dem Flammenschwert nach dem Drachen. Ja, kannst du gerne machen. Ich wollte eigentlich mal in Isarun, jetzt greife ich dich an, aber hau so, mal, ja, hau mal mit dem Flammenschwert zu. Genau, es sei denn, du willst einen ausweichen. Nö, ich hau jetzt erstmal zu. Also, Schlag plus 4. So, kack, ey. Ah, doch. Das ist noch gelungen. Ja, ist doch super. Ja. Ja. Jetzt habe ich mal wieder vergessen, den Schaden einzutragen. Naja. Das sind nochmal 4 mehr, ne? Genau. Dann kannst du ihm die vorderen Krallen abschlagen und er bricht ein bisschen ein, aber er möchte trotzdem ein weiteres Mal mit seinen Flammen. 2W6 sind 11 plus 12 sind 23 TP. Die gehen jetzt auf mich? 23 TP, Eisstrahl. Okay. Also den nicht ausweichen. Ja, genau. Also ich meine, meine Reaktion habe ich ja noch. Ja. Irgendeine Art Schwernis oder einfach so? Funktioniert wie in die Faxios, oder? Genau. Nein, also nicht ganz. Offiziell ist es, glaube ich, wie ein Zorn der Elemente gehandhabt, aber mach mal ein Ausweichen plus 5, plus 8. Plus 5? Im Nahkampf plus 8. Wie ein Pfeil, sag ich mal. Pfeile im Nahkampf ausweichen, ist auch noch plus 8. Nee. Schade. Wie viele Lebenspunkte hast du noch?
Das waren 23, hattest du gesagt. Minus die 10 kommen 13. Bin ich jetzt bei 9. Okay, du bist noch kampffähig. Abel mir. Ich will mir jetzt übermutig machen, Wuchtschlag plus 7. Na bitte, Kampfmagier, hau rein. Schaden. Ja, ja. Ist da schon der Schaden mit drin? Ja, ist er. Ziehen wir wieder 6 ab, sind 8. Nächste Kralle. Er bricht hinten ein. Hinten noch nicht, vorne. Die beiden vorderen Krallen sind ihm abgeschlagen. Sodass er nur noch auf Stümpfen steht. Das kann nicht sein. Die Ruinen sind gefährlich. Und der letzte ist Ömer. Eine Aktion nachladen, eine Aktion Attacke plus, das heißt nächste Runde werde ich es angreifen. Nächste Kampfrunde. Möchte vorziehen? Ja. Kann ich mich auf ihn heraufschwingen hinten? Ich meine, sein Schwanz ist nicht mehr da. Könnte schwierig werden. Ja, was würdest du proben? Er bewegt sich erst im Kampf, klettern, Probe plus 5. Schaffe ich nicht. Kann ich dir Reiten anbieten? Nö. Also doch, dann. Plus 10. Plus 10 plus 5. Okay. Okay, mach ich. Ist ein Deal. Plus 5 ist eine 15. Oh, ach so. Okay, mach ich nicht. Sorry. 3, 2, nein, ich greif an. Wurfschlag 9. Machen wir das Übliche. Hacken wir weiter auf das Bein ein. Brauchst du gar nicht. Nicht geschafft. Unerschwerter Angriff. Zum Aufbauen. Nicht geschafft. Wurfschlag 5. Schon bitter, ne? Muss man mit leben. Wenn man 9er Ansagen macht, muss man auch damit leben, eine 9er verkackt zu haben. 19 minus 6 sind dann 13. 13. Also langsam wird's kritisch. Nächster, dritter Fuß. Dritter Fuß, der fehlt. Die anderen hat vorgezogen. Ich würde auch gern vorziehen. Ja. Ich würde gern mit einer freien Aktion mein Flammenschwert ausschalten. Und dann mit meiner Aktion einen Stabzauber auslösen. Okay, einen jetzt Balsam. Hab ich Angst. Kriege ich Balsam, okay. Auf mich. Auf dich selber. Ja. Das sind zwei Aktionen. Bin ich. Genau. Ich denke, der Balsam braucht 5 Minuten, um seine komplette Wirkung zu teilen. Das heißt, du musst das ziemlich genau berechnen, wie viele Kampfrunden das braucht, bis du eine LE wieder bekommst. Das heißt, du wirst wahrscheinlich in diesem Kampf nur ein oder zwei LE maximal von deinem Balsam bekommen haben, bevor der Kampf zu Ende ist, egal wie man es regenwendet. Hat er recht? Ja, müssen wir mal hat gucken. Hat er recht. Muss den Reversalis. Iolaus kann mir mal erzählen, wie jetzt die Heilkunde-Wundenprobe aussieht. Ja, er ist tot. Er ist tot, okay. Eine Heilkunde-Wundenprobe ist um 26 erschwert, ein Balsam ist um 26 erschwert. Das packe ich nicht. Denk an die Brustwunden. Die sind egal bei der Rettung der Schwelle des Todes. Die so. Spielen absolut keine Rolle. Ich könnte versuchen, Fulminictus zu machen, da könnte ich irgendwie auf 26 Punkte kommen, aber. Ich weiß nicht, da der Fulminicus hat keine Regeln für Rettung von Schwelle des Todes. Absolut nicht. Ja, die gleichen wie beim Balsam, würde ich aber mal sagen. Und zusätzlich musst du auch noch den Reversalis zaubern mit den Wirkungen mit den zusätzlichen Erschwernissen. Wahrscheinlich wird er vorher sterben. Und da komme ich auch nicht auf 26 Punkte. Ich weiß nicht, wie wir ihn retten sollen. Können wir gleich mal überlegen, ob er sich einen Schicksalspunkt rausnimmt. Ja, Drache ist dran. Drache greift. Einmal der Biss auf Isarun, einmal die Krallen auf Abelmir. 1, 2. Dann ist der Drache noch nicht fertig. Ich möchte noch einmal die letzte Kralle für Yalan benutzen. Die hinten rechts, okay, ja. Die letzte. Auch wenn es nicht mehr so viel Sinn macht. Sind 12. Das ist ordentlich, so, ne? Rechtes Bein. Kommen sogar 2 durch. Dann bin ich fertig mit dem Drachen. Isarun hatte gemacht. Abelmir. Ja, plus 7 Wuchtattacke. Gelungen. Und 15, 9 Schadenspunkte. Also. Gut, dann beschreib doch mal, was du mit Vorbuch tust. Ich suche mir die Stelle, die ich schon vorher getroffen hatte, am Hals. Die halbe Schuppe war schon weggesprengt. Ein zuckender
eine zuckende, dicke Arterie liegt frei vor mir. Und mit einem wuchtigen Hieb durchtrenne ich die Arterie. Eine kakophonische Explosion ertönt und ein heißer oder kalter Strahl Blut spritzt aus der Wunde. Der Drache gibt noch einen letzten gequälten Schrei von sich und sinkt dann langsam getroffen zu Boden, während weiterhin Blut aus dieser schweren Wunde herausspritzt. Der General von Rassasor Vorboroch wurde besiegt. Der Deuter Tagunitots, der Markverweser von Altzoll und Praius Auer. Und wie ihr aus dieser misslichen Lage wieder hervorsteht, mit wenigen Lebenspunkten, klammert ihr euch noch vielleicht an das Leben oder merkt, wie es gerade ausgehaucht wird, wie Angrosch dröhnen, die Hämmer, die auf den Amboss geschlagen werden, die beiden Zwerge zu sich rufen. Ob es das wert war, sehen wir beim nächsten Mal.